Frau und Kind hat er also nochmal gesehen und getroffen, aber so wie er es ja schon geschildert hat, wollte er nicht mehr in seinem alten Leben teilnehmen, weil es war halt nicht mehr sein Leben gewesen. Nö. Hallo. Ja. Ach. Ein Loch in der Rückwand habe ich auch schon so entdeckt, kann entfernt werden. Ja. Oho. Was haben wir denn da? Der Tempel? Das Innere scheint fein ausgearbeitet, aber ich kann es nicht richtig erkennen. 1894. Dieses Modell entstand nach der Expedition nach Guatemala. Ach, da ist noch irgendwas. Das Innere scheint fein ausgearbeitet. Das Modell ist Teil eines anderen, größeren Modells. Einpacken, mitnehmen. Dieses Bett Gut. ist sehr klein. Ja, für wen ist es gedacht? Dann befragen wir mal den Albert. Das ist auch ein merkwürdiger Name. Man kommt immer gleich auf Albert, aber Albert. So, Sir Albert. Haben Sie sich wieder ein bisschen beruhigt? In dem kleinen Zimmer steht ein kleines benutztes Bett. Nun, das ist für meinen Sohn Gulliver. Nach meinem Tod zog meine Frau mit ihm nach Glasgow. Als ich zurückkam, richtete ich das Zimmer ein. Also wussten Sie Bescheid? Gulliver besucht mich ab und an, aber was bringt das Leben mit einem Krüppel als Vater? Sie werden mich wieder verlieren. Mr. Albeit, was ist das hier? Aber unmöglich. Wie haben Sie sie gefunden? Antworten Sie. Vor 17 Jahren baute ich ein Modell des Tekun-Oman-Tempels. Wir verstauten es im Globus, im Club, bevor wir auf die Expedition gingen. Keine Ahnung, ob es noch dort ist. In Oh. Guatemala träumte ich von einem fehlenden Teil. Von einer Pyramide. Dann betraten wir den Tempel. Ich hatte lebhafte Visionen. Einen Moment. Sie betraten den Tempel? Nun, ja. Und wir fanden die Pyramide aus meinem Traum. Aber ich war zu schwach. Ich konnte das Rätsel um ihren Eingang nicht lösen. Ich habe versagt. Und wollte immer wissen, warum. Nach meiner Rückkehr. Haben Sie daher gemäß Ihren Visionen diesen letzten Teil gebaut? Und? Nicht. Ich sterbe. Zumindest wird mein Sohn sehen, dass ich mein Bestes für mein Lebenswerk gegeben habe. Mehr über Albert herausfinden. Abgeschlossen. Gut. Mist. Das wollte ich jetzt hier nicht, sondern. Oh, wow. Tempel wurde nicht betreten. Die Aussage von Sir Charles und Bernard Murray stehen im Widerspruch zur Arbeitsaussage. Deswegen habe ich auch gerade ein wenig stutzig gemacht. Die Hinweise. Arbeitsmodell. Jetzt können wir so einige Sachen. Wir sind wirklich nah dran, denke ich mal. Wir gehen jetzt gleich noch in den Clubhaus. Und Fakten über die Tat. Üb.
Eine kleine Statue. Eine Person von kleiner Statur, möglicherweise Alberts Sohn, könnte durch das kleine Fenster am Dach passen. Okay. Und der hat mit Pfeilen geschossen? Nee. Oh, hoppla. Das ist ja... körperliche Stärke. Angriff. Die Angriffe auf Greystock und Albert waren gekonnt durchgeführt. Oh. Kommen wir jetzt hier. Ach, der Sohn ist unschuldig, natürlich. Ich kann sagen. Was soll ich denn jetzt hier hingehen? Weil der steht erst klein. Deswegen die. Ach Mann! Die Größe haut ja hin, aber. Was hat er eigentlich jetzt gesagt? Hier stand eine Statue, die jetzt weg ist. Es könnte sein, dass die verschwundene Statue durch das Dachfenster entkommen ist. Das Befestigungseisen ist kaputt. Also genau so? Das ist ja... Mit was haben wir es denn hier zu tun? Mit Statuen, die mir allen entfliehen? Das gibt's ja nicht. Ja, ich glaube, das war's. Wir haben jetzt alles und machen uns mal auf den Weg in den Club. Zwar noch als Arzt verkleidet, aber ich denke mal, das wird jetzt kein Problem darstellen. Im Endeffekt könnte er auch über seinen Sohn eigentlich lügen, wenn er sagt, dass der ab und zu mal vorbeikommt, aber es scheint ja eher so, als hätte er sie erst einmal wieder gesehen, quasi, um ihm zu sagen, dass er nicht tot sei. Ein Mord in meinem Club. Da geht er hin, unser guter Ruf. Ja. Greystoke soll durch den Speer der Statue gestorben sein. Obwohl man auch sagen muss, Sir Charles hätte, glaube ich, am wenigsten gewollt, dass es im Club passiert. So. Einige Teile fehlen. Einige Teile fehlen. Einige Teile fehlen. Einige Teile fehlen. Ich dachte, das muss ich hier anbringen. Oh, ist hier noch ein Teil. Okay, gucken, was wir jetzt nochmal hier haben.
Okay, irgendwie bin ich jetzt gerade auf der falschen Spur. Ich dachte, das Teil kann ich da einsetzen jetzt. Einige Teile fehlen. Einige Teile fehlen. Einige Teile fehlen. Okay, ich kann den Globus hier gar nicht bewegen. Komischerweise ist ja auch hier ein Teil, da käme ich ja gar nicht ran. Weißt du denn dies jetzt schon wieder? Einige Teile. Ja, einige Teile fehlen, das haben wir jetzt auch schon. Ach shit. Nein, nicht hier. Hä? Ja, stimmt, es gibt ja immer noch die Möglichkeit, wir müssen ja immer noch bei Nacht in Marleys Büro einsteigen. Das habe ich jetzt total vergessen, weil sonst die Ereignisse doch ein bisschen überschlagen. Gucken wir mal. Oh, Ladezeit ist noch wirklich lange. Eine lebende Mörderstatue? Das ist unmöglich. Hoffe ich zumindest. So. Hier ist nichts weiter. Finden wir irgendwas in den Regalen anscheinend? Ich kann bei Bedarf darauf zurückgreifen. Genau, aber trotzdem bei Zeiten uns hier wieder ein bisschen umziehen. So. Also. Was hatten wir eigentlich als letzten Dialog? Marleys Gießerei, da können wir ja mal hingehen. Oh, wenn sie vielleicht schon zu zweit wieder unterwegs. Entweder das oder ich muss halt nochmal in Alberts Wohnung, Haus, was auch immer, Domizil, einfach mich mal umschauen. Wie war es so gewesen, dass das eigentlich für den Globus gedacht war? Ja, so ein bisschen merkwürdig. Gut. In the wee small hours of the morning, that's the time you